Die Deutschen haben gewählt. Eigentlich haben die Deutschen aber auch nicht gewählt, weil Wahl heißt ja, seine Ansichten von der Politik vertreten zu lassen. Und 28,5% haben gar keine Ansichten. Denen ist alles egal. Denen ist es egal, ob sie ab morgen für 2,50 € die Stunde arbeiten müssen. Denen ist es egal, ob der Schäuble jede Bewegung auf ihrem PC mit dem scharfen Auge des konservativen Neoliberalismushüters auf demokratische Umtriebe durchleuchtet. Denen ist es egal, ob sie demnächst bei kleinen Kaufhausdiebstählen, Temposünden oder bei Rot mit dem Fahrrad nachts um 3 über die seit Stunden völlig menschen- und fahrzeugleere Dorfstraße standardmäßig ihren genetischen Fingerabdruck abgeben müssen. Ich hab doch nichts zu verbergen. Nein, noch nicht. Aber vielleicht ja in einigen Jahren. Wenn ich wieder so etwas wie Demokratie haben möchte. Und das versuchen Sie mal, wenn das Flugblatt schon vor der Fertigstellung im PC vom BND korrigiert wurde. Aber denen ist es auch egal, ob sie demnächst nur noch nicht getestete, aber wahnsinnig lukrative Gen-Lebensmittel futtern. Übrigens, die Patentgebühren an Monsanto und Bayer werden dann auch für den eigenen Nachwuchs fällig. Naja, aber wie man sieht, haben auch die Wähler, die gewählt haben, nicht gewählt. Ja, 80% sagten vor der Wahl, wir möchten einen Mindestlohn. So viel Anstand haben wir dann ja doch noch. Wähler, die unter jeder Regierungsform Geld scheffeln, egal ob kriegslüsterne Kaiser, braune Diktatoren oder neoliberale Tyrannen, oder wie die der FDP, die keine Steuern zahlen, die hat es immer gegeben. 80% sind vor der Wahl in Übereinstimmung mit allen Generälen der Bundeswehr der Meinung gewesen, wir sollten raus aus Afghanistan. Und 80% sind der Meinung gewesen, die schlimmsten Hartz-IV-Gesetze sollten zurückgenommen werden. Das wollte leider nur eine einzige Partei in Deutschland. Die Partei der Unaussprechlichen. Die, Sie wissen schon, die geht ja gar nicht. Und wenn man lange genug die gleichgeschaltete Presse aufgesogen hat, dann glaubt man auch sämtliche Schreckensbilder vom kommunistischen Feind. Der böse Russe von der Saar, der Napoleon des sozialistischen Gleichmachens. Also, 80% von den 72 wollten zwar genau das, haben aber genau anders gewählt. Das nennt man also wählen. Wobei man sagen muss, dass es ein Grundsatzprozess, wobei man aber sagen muss, die wenigsten wissen, was im Wahlprogramm der Parteien steht. Und noch weniger wissen, dass es ein Grundsatzprogramm der Parteien gibt. Das muss zwar nicht mit dem Wahlprogramm übereinstimmen, ist aber viel gewichtiger, was die eigene Zukunft anbelangt. Weil das, was im Grundsatzprogramm drin steht, das ist das, was letztendlich auch umgesetzt wird. Und mal ganz ehrlich, wer die Politik der letzten 20 Jahre erlebt hat und trotzdem glaubt, dass Merkel die Finanzmärkte regulieren will oder glaubt, dass die FDP Arbeit wieder lohnenswert macht, abgesehen für den erhabenen Kreis ihrer Wähler, dem Geld- und Standesadel, mal ganz ehrlich, der glaubt auch daran, dass man nach seinem Ableben von 72 Jungfrauen verwöhnt wird oder den ganzen Tag mit der Harfe Lieder singt und fette Fressorgien feiert. Aber wovor haben die Deutschen eigentlich Angst? Dass die Linken ernst machen? Dass sie dafür sorgen, dass es den Deutschen genauso gut geht, wie sie es sich immer gewünscht haben? Hat der Deutsche Angst, dass er morgens aufwacht und fröhlich sein muss?
So ein Scheiß. Ich habe überhaupt nichts mehr zu motzen. Wie soll ich den Tag nur überstehen? Oder ist es genau das, was vor der Wahl gesagt wurde? Die Deutschen wollen dieses Meisterwerk moderner Schminkkunst behalten. Dieses etwas, das jeden Tag schon 4 Stunden der täglichen Regierungszeit verbraten hat, wenn es die Folterkammer des Visagisten verlassen hat. Um die Bernardiner Lefzen nicht zu deutlich in die Kamera zu drücken. Ich habe ja schon immer Angst, dass gleich irgendwelche Bindfäden durch die Gegend fliegen, wenn die Frau mal mit dem Kopf wackelt. Das ist Merkel. Ist es das? Übrigens, ich nenne sowas Seidenmalerei auf dem Kartoffelsack. Also, die Deutschen haben gewählt und haben gezeigt, dass wir amerikanisches Niveau erreicht haben. 2x Bush, obwohl man genau weiß, was passiert. Da können wir doch nur hoffen, dass wir genügend Neger in Deutschland haben, die sich politisch engagieren und sich in 4 Jahren zur Wahl stellen. Und ganz ehrlich, ich möchte in den nächsten 4 Jahren keinen über die Temperaturen unter der Leinebrücke jammern hören oder dass die Reste von Lidl und Co. an der Tafel auch schon mal frischer waren. Guten Abend.